So, einen schönen guten Morgen. Alle fit? Also allein die paar Stunden, seit ich heute schon wach bin, waren die lange Anreise gestern absolut wert. Ich durfte gestern noch, also ich kam den beiden Vorträgen lauschen, zum einen Aluminium und zum anderen dem Thema der Gewalt. Und ich war halt schon relativ früh wach und konnte im Hotel meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen, Menschen beobachten. Der Vortrag gestern schloss mit den Worten, das Schönste im Leben sind Begegnungen, und von diesen Begegnungen hatte ich heute schon sehr reichlich. Und zum einen das Thema Aluminium, es war sehr interessant, mal unter dem Blickwinkel Aluminium ein Frühstücksbuffet eines Hotels zu begutachten. Ich hätte dann lieber keinen Tee genommen, sondern lieber ein Bier. Habe ich nicht. Und das Interessanteste war für mich, ich bin es danach noch abgeschritten, es waren 22 Laufmeter Frühstücksbuffet. 22 Laufmeter Frühstücksbuffet. Und ich hörte ein Kind, das zu seiner Mama sagt, nicht mal Nutella haben Sie. Und das ist jetzt eigentlich der passende Übergang zu dem, warum ich heute da bin. Also ich muss euch gleich enttäuschen, ich werde nicht wahnsinnig viel über unseren Garten und das, wie wir es machen, erzählen, sondern ich will euch erzählen, warum wir das so machen, wie wir es machen. Es geht mir nämlich nicht darum, dass das jemand kopiert, was wir machen, sondern dass es jemand kapiert, was wir machen. Und wenn es jemand kapiert hat, und wenn es jemand kapiert hat, dann ist es auch leichter, so etwas Ähnliches zu machen, weil genauso geht es woanders ganz sicher nicht. Und ihr dürft jetzt entweder sitzen bleiben oder gerne weiter Regenbogen schwenken. Das hat mir sehr gefallen. Eingeladen wurde ich, weil Dr. Biermanns irgendwann dieses Buch offensichtlich auf seinem Nachttisch liegen hatte. Also ich weiß, es liegt am Nachttisch, aber ich glaube, er hat sogar gesagt, er hat es auch gelesen. Und das wäre sehr oft gefragt, ja, warum schreibt denn ein Biobauer ein Buch? Hat er sonst nichts zu tun? Doch, er hat sonst schon was zu tun, aber aus welchen Gründen auch immer, die uns wahnsinnig unverständlich sind, muss ich ehrlich sagen, wurden in den letzten Jahren wahnsinnig viele Medien auf die Art und Weise, wie wir unseren Hof bewirtschaften, aufmerksam und haben da in größeren und kleineren Berichten über uns berichtet. Und da kamen dann immer irgendwelche Autoren und waren über meistens relativ lange Zeit bei uns, also über 2 Tage bis hin zu einer Woche, manche sogar über 3 Wochen. Und bei jedem hatte ich zu 100% das Gefühl, wie er ging, der hat genau verstanden, was wir eigentlich sagen wollen. Und am Schluss in dem fertigen Produkt blieb im Prinzip nur noch eins übrig, die Selbstversorger. Und das ist uns deutlich zu wenig, weil wir selbst haben mit dem Begriff Selbstversorger ein sehr gespaltenes Verhältnis. Aus unserem Blickwinkel ist es zu einer wirklichen Selbstversorgung noch Lichtjahre hin. Im Bereich der Lebensmittel sind wir ganz gut dabei, im Bereich der Textilien, Energieversorgung, Mobilität, da fehlt es noch wirklich ganz weit. Und dann gibt es noch den Blick von außen auf uns. Es kommt nicht selten vor, wenn mich jemand im Supermarkt trifft, dass er sagt, was machst du da, du bist doch Selbstversorger. Ich sage, Entschuldigung, Klopapier und Batterien kann ich noch nicht. Und deswegen ist es dieser Blick von außen auf den Selbstversorger, der ist speziell hier in Deutschland ein wahnsinnig dogmatischer. Also Selbstversorger stellen sich manche so in etwa vor. Und deswegen will ich euch eben nicht zeigen, was wir machen, also ich laufe auch nicht so rum, sondern warum wir es machen. Ich möchte jetzt noch bei dem Part Bewegung gleich bleiben. Ich mache am Anfang immer ganz gerne ein paar Umfragen, und das interessiert mich heute ganz besonders bei dem Kreis, wie er heute da sitzt. Wer von Ihnen nimmt denn hin und wieder, regelmäßig, ganz egal, homöopathische Medikamente zu sich? Wow,
liegt über dem deutschen Durchschnitt, kann ich euch jetzt gleich sagen. Der liegt, aktuelle Umfrage von vor 3 Wochen vom Allensbach-Institut, bei 62% der Deutschen tun das regelmäßig. Und ich gehe natürlich auch davon aus, die glauben daran, dass, also das meistverkaufteste homöopathische Medikament seit Jahren, Calcium Carbonicum in der Potenz C30. Die glauben daran, dass ein Stück Muschelkalk in Wasser verrührt, davon wieder ein Tropfen in das nächste Wasserglas genommen, wieder verrührt, das 300 Mal gemacht, eine Wirkung auf ihren Körper hat. Ich tue das übrigens auch. Nächste Umfrage. Wer von Ihnen besitzt ein Handy? Sind mehr als die bei der Homöopathie übrigens. Komme jetzt dann gleich drauf, warum das so ist. Also kurz zur Vorstellung. Markus Bogner mein Name, ich bin 43 Jahre alt, vom Beruf Biobauer. Bewirtschafte zusammen mit meiner Frau und 3 Kindern einen sehr kleinen Bauernhof am Tegernsee. Die Größe ist ja immer sehr, sehr relativ. Also im bundesdeutschen Durchschnitt dürfte es uns überhaupt nicht geben. Im Alpenvorland ist es immer noch sehr klein. Also wir bewirtschaften 10 Hektar. Ein Betrieb, in dem man in einer Landwirtschaftsschule lernt, dass es besser ist, aufzuhören. Geschweige denn, dass es auch unmöglich ist, so einen Betrieb im Vollerwerb zu führen. Wir führen ihn jetzt im 6. Jahr im Vollerwerb und glauben Sie es mir, wir können wirklich gut davon leben. Die Frage ist, was ist ein gutes Leben? Das müssen wir uns überlegen. So, nicht so viel. Wir haben uns auch spezialisiert, weil Landwirte müssen sich ja immer spezialisieren. Wir haben uns auf Vielfalt spezialisiert. Und diese Vielfalt ist für uns nicht nur aus ökologischen, aus sozialen und sondern auch aus ökonomischen Gründen extrem wichtig. Also wir haben sowohl eine Vielfalt im pflanzlichen als auch im tierischen Bereich, weil wir die Tiere allesamt, auch wie sie den Namen tragen, landwirtschaftliche Nutztiere, also die müssen bei uns ziemlich viel arbeiten. Also ob jetzt die Schweine den Garten umgraben oder ob die Gänse den Obstgarten mähen, jedes Tier erfüllt nicht nur den Sinn, dass es am Schluss dann doch den Weg geht, den viele landwirtschaftliche Nutztiere gehen. Uns ist allerdings wichtig, dass es in dieser Zeit, wo es bei uns lebt, ein Leben hat, das wir danach auch glauben. Also ich muss mich jetzt gleich als Fleischesser outen. Allerdings bin ich sogenannter Auswärtsvegetarier. Also wir essen eigentlich wirklich nur das Fleisch von den Tieren, die wirklich auch bei uns gelebt haben. Und da bin ich der festen Überzeugung, nicht nur, dass man das schmeckt, sondern dass auch das mit meinem Körper, mit unserem Körper irgendetwas macht. Alles, was wir am Hof produzieren, verkaufen wir nicht an irgendwelche Metzger, Bäcker und so weiter, sondern es verlässt den Hof nur über den eigenen Hofladen und ein kleines Café, das wir am Hof angeschlossen haben. Und das meiste, das wir produzieren, wird weiterveredelt und über diese Weiterveredelung ist so eine massive Wertschöpfungssteigerung drin, dass wir also von dieser wenigen Fläche sehr gut leben können. Und deswegen brauchen wir auch diese Vielfalt, weil nur wegen Himbeermarmelade kommt keiner. Nur wegen Leberkäse kommt auch keiner. Nur wegen Apfelsaft auch nicht. Aber in der Summe werden es dann schon mehr. Und so jetzt ganz kurz dieses Hofkonzept, will ich jetzt gar nicht groß darauf weiter eingehen, sondern ich habe gesagt, ich will euch erzählen, was steckt dahinter. Wir haben den Hof, wir sind nicht Bauern aus Tradition, sondern aus Leidenschaft, wir haben den Hof gepachtet. Also wir müssen auch diese Pacht noch davon bestreiten. Und am Anfang stand eine sehr schwierige Entscheidung, als uns der Hof zur Pacht angeboten wurde. Konventionelle Landwirtschaft schied für uns von vornherein aus, das hätten wir mit unserem Gewissen nicht vereinbaren können. Also war klar, es muss Biolandwirtschaft sein und da stand uns aber etwas ganz Gehöriges im Weg, nämlich diese Landkarte, die sogenannte Welthungerkarte. In den rot markierten Ländern, und je dunkelroter es wird, umso schlimmer ist in diesen Ländern der Hunger. Hunger ist im Übrigen definiert von der Welternährungsorganisation mit zu wenig Zufuhr an Kalorien. Also es wird nur in Kalorien bemessen. Würde man das Thema der Mangel- und Fehlernährungen dann noch mit draufpacken, wären ungefähr doppelt so viele Länder rot.
Jetzt momentan sind es 815 Millionen Menschen auf der Welt, die nicht genug zu essen haben. Jetzt müssen wir erst mal klären, sind 815 Millionen viel oder sind es wenig? Wie viel sind wir denn insgesamt? 7 Milliarden, genau. Am 31.10., also jetzt dann diese Woche, oder nächste Woche vielmehr, jährt sich das Ganze wieder. Also am 31.10.2011 wurden wir 7 Milliarden Menschen. Sind jetzt 7 Milliarden viel? Sind es wenig? Sind es vielleicht zu viele? Wenn wir sagen, es sind zu viele, dann müssen wir aber auch gleich die Frage stellen, wer ist zu viel? Und die muss dann bitte jeder für sich selbst entscheiden. Ich kam für mich zur Entscheidung, es sind nicht zu viele. Und die Tatsache, dass wir jetzt Biobauern sind auf dem Bauernhof, lässt vermuten, dass ich für mich eine Antwort gefunden habe, mit dieser Hungerkarte umzugehen. Ich musste nämlich deswegen damit umgehen, weil es weiß ja jeder oder man hört immer wieder, Biolandwirtschaft erwirtschaftet pro Fläche weniger Ertrag als konventionelle Landwirtschaft. Also das heißt, würden alle Bio machen, hätten wir weniger Lebensmittel, würden wir das Hungerproblem noch steigern. Das musste ich jetzt erst einmal mit meinem bisschen Hirn zusammenbringen, ob ich jetzt an einer Steigerung des Hungers weltweit schuld sein will oder nicht. Natürlich kann man sagen, mit 10 Hektar macht das nicht wirklich viel aus, aber die Gemeinschaft aller Bauern auf diesem Planeten ernährt die Menschen auf dem Planeten. Also so auch ich mit meinen 10 Hektar, genauso wie der Farmer in Kanada mit 6000 Hektar. Das ist der einzigste Punkt, in dem wir uns ähnlich sind. Und deswegen habe ich mir mal angewohnt, wenn ich große Zahlen höre und wenn ich heute Nachrichten höre oder lese und ich lese Zahlen, die in meinem bisschen Hirn nicht Platz haben, dann biege ich mir diese Zahlen so zurecht, dass sie Platz haben. Wir werden täglich mit Zahlen konfrontiert, die wir alle nicht begreifen können. Früher waren es noch Millionen, Millionen machen wir ja schon nicht mehr, jetzt sind es ja Milliarden, mit denen wir jetzt rumschmeißen. Und die muss ich mir irgendwie zurechtbiegen. Sind Menschen aus diesem Land anwesend? Österreich. Nehmen wir mal an, wir würden versuchen, alle 7 Milliarden da reinzupacken. Also stehend, nebeneinander, nicht übereinander. Wie viel von den 7 Milliarden bringen wir nach Österreich rein? Alle? Wer meint alle? Hände hoch. Wow. Respekt. Würden wir diese 7 Milliarden nach Österreich reinpacken, hätte jeder 11 Quadratmeter Platz. 11 Quadratmeter, das entspricht ziemlich genau der bundesweit deutschen genormten Gefängniszelle, vielleicht kennt es jemand. Hände hoch, wer kennt's? Elf Quadratmeter, im Übrigen auch eine Einzelfertiggarage, kennt vielleicht auch jemand. Und das Tolle ist, die wären alle in Österreich und der Rest der Welt wäre menschenleer. Muss man sich also einfach nur einmal kurz vorstellen. So viel zum Thema Weltbevölkerung, kommen wir nachher nochmal drauf. Jetzt möchte ich zu meinem Lieblingstier kommen. Wer kennt dieses Tier? Ein Hamster schon, aber welcher? Feldhamster, genau. Der ist nämlich größer wie diese Feldhamster-Imitate da aus der Zoohandlung. Der hat ausgewachsen ein Gewicht von 500 Gramm. Diese kleinen Dinger aus der Zoohandlung haben ungefähr 40 Gramm. Also nur so vom Größenverhältnis. Europas größtes Vorkommen an Feldhamstern im Übrigen auf dem Wiener Zentralfriedhof. Sonst fast ausgestorben, liegt aber wahrscheinlich daran, dass der Wiener Zentralfriedhof seit mittlerweile 27 Jahren eine der extremsten biologischen Bewirtschaftungen hat, die man sich überhaupt vorstellen kann. Da werden sogar die Gräber heute noch mit Hand ausgehoben. Und wahrscheinlich stimmt auch das Nahrungsangebot für den Feldhamster, keine Ahnung. Auf alle Fälle fast ausgestorben, die größte europäische Population auf dem Wiener Zentralfriedhof. Aber was will ich euch eigentlich damit sagen? Also, der Feldhamster kommt mit einem Geburtsgewicht von nur 2 Gramm zur Welt und verdoppelt sein Körpergewicht wöchentlich. Und irgendwas sagt ihm im Alter von 2 Monaten, jetzt reicht's, jetzt höre ich auf zu wachsen, dann wiegt er 500 Gramm. Jetzt stellen wir uns mal vor, unser kleiner Feldhamster vergisst, dass er aufhört zu wachsen.
und frisst munter weiter und wächst natürlich auch munter weiter und er lädt uns zu seinem ersten Geburtstag ein. Wie viel wiegt er denn da? Oh, jetzt Gemurmel, 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 Rechen, Handy raus, Taschenrechner. Also er hatte nach 2 Monaten hatte er 500 Gramm und nach einem Jahr 9 Milliarden. Allerdings sind es nicht mehr Gramm, sondern es sind Tonnen. Er würde an seinem ersten Geburtstag knapp 9 Milliarden Tonnen wiegen und unser kleiner Feldhamster hätte natürlich dann auch Hunger. Und der Nahrungsbedarf unseres kleinen Feldhamsters an seinem ersten Geburtstag entspräche ziemlich genau der Weltmaisernte eines ganzen Jahres. Was will ich euch damit sagen? Dass wir mit diesem Wachstumsverlauf, den da unser Feldhamster an den Tag legen, eigentlich auch tagtäglich konfrontiert werden. Würde man das nämlich grafisch darstellen, dann würde die Wachstumskurve so ausschauen. Und diese Wachstumskurve kennen wir auch aus unserem Wirtschaftssystem. Und unser Wirtschaftssystem hat mittlerweile auch immer kräftiger Hunger. Und das, was unser Wirtschaftssystem auffrisst, das nennen wir üblicherweise Ressourcen. Da ist der Mais mit dabei, da sind andere Sachen auch mit dabei. Und man sieht jetzt da in dieser Kurve ganz gut, am Anfang sieht man das noch gar nicht so wirklich und am Schluss schnellt es wirklich nach oben und wir befinden uns mittlerweile in einem Stadium, wo es eben auch senkrecht nach oben schnellt, unser Wirtschaftssystem, schauen wir uns aber noch genauer an. So, ich habe gesagt, ich musste das jetzt irgendwie entkräften mit diesem Welthunger, weil ich Biobauer werden wollte, es aber so unter diesen Voraussetzungen nicht konnte. Und ich bin auf 2 Studien gestoßen von der Weltbank. Die Weltbank hat irgendwann ihre Daseinsberechtigung verloren. Die Daseinsberechtigung war nämlich, die durch den Zweiten Weltkrieg zerstörten Nationen beim Wiederaufbau zu unterstützen. Und irgendwann waren die alle repariert. Und seitdem ist die Weltbank in erster Linie dafür da, Entwicklungs- und Schwellenländer zu den Wirtschaftsnationen irgendwie zu helfen, emporzuheben. Und deswegen haben die Ökonomen der Weltbank sehr früh schon festgestellt, ohne eine funktionierende Landwirtschaft kann eine Wirtschaft nicht in die Höhe kommen. Und macht deswegen wahnsinnig viele Studien und Forschungen im Bereich der Landwirtschaft. Ist jemand aus dem Land da? Ah, werden es weniger? Keiner? Wer kennt das Land? Sudan, genau. Warum ist der Sudan in den letzten Wochen und Monaten immer wieder in der Presse zu hören? Bürgerkrieg und eine noch nie dagewesene Hungerkatastrophe in dem Land. Und vor diesem Hintergrund mutet diese Studie noch viel perverser an. Eine Studie aus dem Jahr 1989, daher der Sudan noch so dargestellt, mittlerweile ja geteilt in Nord- und Südsudan. Ergebnis dieser Studie war, sage ich die Fragestellung jetzt nicht, das Ergebnis rein reicht. Würde der Sudan eine Art der Landwirtschaft betreiben, wie sie hier bei uns in Deutschland oder in den jetzigen Industrieländern in etwa Mitte bis Ende der 1950er Jahre betrieben wurde, könnte alleine der Sudan 1 Milliarde Menschen ernähren. Und jetzt schafft das nicht mal selbst. Warum, kann sich jetzt jeder selbst ausmalen, fehlt jetzt leider die Zeit dazu. Eine Landwirtschaft, wie sie Ende der 1950er Jahre üblich war, die ersten Maschinen in der Landwirtschaft haben Einzug gehalten, haben einen Teil der sehr schweren Handarbeit für uns abgenommen und trotzdem waren die negativen Auswirkungen auf den Boden äußerst überschaubar. Und die sogenannte grüne Revolution stand uns noch bevor, nämlich der Kampf mit Einsatz von Chemie in der Landwirtschaft den Welthunger zu besiegen. So wurde es den Landwirten gesagt und alle haben fleißig mitgemacht. Mittlerweile haben sich die Maschinen geringfügig verändert. Die Auswirkungen auf den Boden kann man richtig sehen, finde ich zumindest. Nochmal, eben würde der Sudan eine Art dieser Landwirtschaft betreiben, wie wir sie in den Bildern vorher gesehen haben, könnte der Sudan 1 Milliarde Menschen ernähren. Jetzt habe ich von meinen Kindern eine Weltkarte geklaut und ein Lineal und habe am Sudan einfach Nord- und Südspitze 2 Striche rüber gemacht. Um wissenschaftlich natürlich total stümperhaft, um zu schauen, wie viel Landfläche befindet sich zwischen diesen beiden Strichen und habe angenommen, Klima- und Bodenverhältnisse sind in etwa gleich. Zwischen diesen beiden Strichen könnten wir nach meiner Interpretation 8 Milliarden Menschen ernähren. Und das, was drunter und drüber an Lebensmitteln produziert wird, das wäre quasi, wie sagt man bei DVD, Bonusmaterial. Dann habe ich noch eine 2. Studie gefunden und die hat mir dann letztendlich die Augen geöffnet. Die Weltbank hat
im Jahr 1991 einen Studienauftrag gegeben. Offensichtlich haben die Ökonomen erkannt, dass fossile Brennstoffe irgendwann mal knapp werden könnten. Das hat sich rumgesprochen bis in die Etagen der Weltbank. Das war ein Problem, weil wir in der industrialisierten Landwirtschaft heutzutage 7 Kalorien investieren an Energie, um eine Kalorie zu ernten. Und diese 7 Kalorien sind fast ausschließlich fossile Energieträger. Also die Herstellung von Kunstdünger ist wahnsinnig erdölintensiv. Mineraldünger, die ganze Pestizidindustrie ist wahnsinnig energieintensiv. Dann der ganze Diesel, der verfahren wird, und die Herstellung dieser Riesenmaschinen natürlich auch. Also wir investieren 7 Kalorien, um eine zu ernten. Und es hat sich offensichtlich herumgesprochen in den Kreis der Ökonomen, dass das auf Dauer wohl nicht praktizierbar sein wird. Und das war die Frage, gibt es denn irgendeine landwirtschaftliche Produktion, die einen im Optimalfall positiven Energieoutput hat? Und es gibt's, nämlich der bäuerliche Hausgarten. Der bäuerliche Hausgarten, die landwirtschaftliche Produktionseinheit mit dem absolut Abstand höchsten Ertrag, eine möglichst große Artenvielfalt auf möglichst geringem Platz mit einem Maximum an Handarbeit und einem Minimum an Maschineneinsatz, ist die landwirtschaftliche Produktionseinheit mit dem höchsten Ertrag. Und das hat uns dazu bewogen, Biobauer zu werden. Und wir bewirtschaften unseren Hof jetzt auf eine Art, wie sie in etwa Mitte bis Ende der 1950er Jahre üblich war. Und es schaut in etwa so aus. Das ist jetzt kein Bild von uns zu Hause, aber so ungefähr schaut es bei uns aus. Mit einem großen Unterschied. Wir bewirtschaften nicht zu 100% wie die Leute Mitte, Ende der 1950er Jahre, weil wir wissen, was seit dieser Zeit in der Landwirtschaft alles passiert ist. Das wussten die Leute damals nicht. Das ist der große Unterschied. Das wissen jetzt eben nicht nur wir, sondern es weiß die Weltbank und es wissen auch im Prinzip alle Politiker, nämlich 2008 wurde der sogenannte Weltagrarbericht veröffentlicht. Auch in Auftrag gegeben von der Weltbank wurden weltweit Wissenschaftler damit beauftragt, eine Empfehlung zu verfassen, um zu sagen, wie können wir künftig mit einer wachsenden Weltbevölkerung unsere Welt ernähren, ohne sie gleichzeitig zu zerstören. Und die Kurzzusammenfassung des Weltagrarberichts hat 256 Seiten, ich lese sie euch nicht vor, sondern es gibt eine ganz eingedampfte, sehr saloppe Formulierung, aber die trifft es auf den Punkt. Die einzigste Option, die wir uns künftig nicht mehr leisten dürfen, die es künftig nicht mehr geben darf, lautet weiter so wie bisher. Und da, finde ich, haben wir seit 2008 nicht wirklich viel davon gemerkt. Also die Änderungen, die wir seitdem gemerkt haben, sind relativ überschaubar. Das Interessanteste an diesen Empfehlungen ist, dass der Weltagrarrat eigentlich nur einer Bevölkerungsgruppe zutraut, die Welt wirklich nachhaltig zu ernähren, auch eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, und das sind die Kleinbauern. Und das Interessante ist, die meisten Kleinbauern befinden sich allerdings genau in diesen rot markierten Ländern. Also das heißt, dort befinden sich Kleinbauern, die momentan nicht mal in der Lage sind, sich selbst zu ernähren. Und denen legt der Weltagrarrat die gesamte Ernährung der Weltbevölkerung in die Hand. Eine sehr mutige Maßnahme, aber wenn man weiterliest, dann kommt auch dabei raus, welche Maßnahmen es bräuchte, damit die Kleinbauern das auch machen können. Also das Grundbesitz generell möglich ist. So ein Grundbuchwesen wie in Deutschland gibt es nicht überall. Dass Frauen Grund besitzen dürfen, dass Frauen ein Recht auf Bildung haben und so weiter und so weiter. Die Liste ließ sich endlos vorführen, würde aber die Zeit sprengen. Fakt ist, die kleinbäuerliche Landwirtschaft, die eben sowas wie diesen bäuerlichen Hausgarten macht, die hätten als einzigste, eigentlich ist im Kreuz, die Welternährung wirklich nachhaltig und sicher zu stemmen und hinzukriegen. So, jetzt wissen wir das, jetzt wissen es die Politiker, und warum wird es nicht umgesetzt? Es hat religiöse Gründe, so viel kann ich euch jetzt schon mal verraten. Nicht zu suchen, katholisch, evangelisch, buddhistisch, sondern eine viel größere Weltreligion. Und wäre ich nicht vor einigen Wochen neben dem Münchner Kardinal Marx gesessen, der mir versichert hat, es handelt sich nicht um eine Religion, aber es hätte alle
Voraussetzungen, um als Religion eigentlich anerkannt zu werden, nämlich der Glauben an das Geld. Was braucht es, also um als Religion wirklich zu gelten, braucht es ganz, ganz viele Sachen, unter anderem Gotteshäuser. Vor 2 Jahren in Frankfurt wurde ein ganz monumentaler Tempel frisch eingeweiht. Vielleicht erinnert es euch noch, es waren auch ein paar Ungläubige da und haben Autos angezündet. Also Tempelhammer, wir brauchen natürlich Glaubensführer, so einen Glaubensführer haben wir auch. Hier dargestellt mit Heiligenschein. Und ganz wichtig in einer Religion, wir brauchen Opfergaben. Und gerade für diese Opfergaben ist unser Glaubensführer relativ bekannt. Bis gestern waren es ja 60 Milliarden Euro, die er monatlich geopfert hat für irgendwas. Keiner weiß so richtig für was. Aber er tut's. Also das wäre die Religion an sich. Jetzt schauen wir mal, was hat es damit zu tun. Diese 60 Milliarden haben natürlich mit einem wahnsinnigen Ressourcenverbrauch, mit einer massiven Steigerung eines Ressourcenverbrauchs zu tun, weil damit muss man sich irgendwas kaufen. Und meistens, was man kauft, hat irgendwie wieder mit Ressourcen zu tun. Und die wissen wir, die sind endlich auf diesem Planeten. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, wie schaut es denn aus? Haben wir die Ressourcen im Überfluss oder haben wir sie nicht? Und dazu habe ich mir einfach mal einen Taschenrechner genommen, und eine total simple Rechnung gemacht und habe die jetzt bloß mal in Bildern verfasst. Also ich habe die gesamte Erdoberfläche durch die 7 Milliarden Menschen geteilt. Total simpel, um zu wissen, wie viel hat jeder von uns, also jeder Einzelne, wie ihr hier sitzt, nicht wir zusammen, sondern jeder Einzelne von euch hat auf unserem Planeten eine Größe von 10 Fußballfeldern zur Verfügung. Jeder. Gut, ein paar sind unter Wasser, das wissen wir, 70% der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Macht aber auch nichts, weil aus dieser Fläche könnten wir ja schon unseren Hunger nach Fisch stillen. Und ein Einzelner würde es wahrscheinlich nicht schaffen, das biologische Gleichgewicht auf dieser Fläche nur annähernd zu tangieren. Gemeinsam schaffen wir es, das biologische Gleichgewicht absolut aus den Fugen zu werfen. Schauen wir uns diese 3 Felder Landfläche mal an, also auf einem Drittel geht überhaupt nichts, das ist Wüste, Sandwüste, Steinwüste, Salzwüste und so weiter. Auf dem anderen steht ein Teil Wald und der Rest Teil ist versiegelte Fläche, also städtischer, urbaner Raum mit Straßen und sonstiger Infrastruktur. Und dann bleibt noch ein Fußballfeld übrig und das schauen wir uns mal genauer an. Das besteht nämlich zu einem großen Teil aus Weideflächen, einem Teil, wo ackerbaulich nichts geht, und eben einem Teil Acker. Rechts, das sind 5000 Quadratmeter und links sind 2000 Quadratmeter. Und auf diesen 2000 Quadratmetern muss alles wachsen, was wir zum Leben brauchen. Unsere Nahrung, unsere Schokolade, unser Kaffee. Wie hat der Taxifahrer heute früh gesagt, wo ich hinfahre, habe ich gesagt, da ist Herbsttagung der GGB, auch für die Körneresser. Also unsere Körner müssen da wachsen. Da muss der Kautschuk für unsere Autoreifen wachsen, da wächst der Tabak für unsere Zigaretten, da alles das, haben wir nur diese 2000 Quadratmeter, mehr haben wir nicht. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Hier jetzt mal in dem Verhältnis dargestellt, wie diese 2000 Quadratmeter auf globale Sicht denn bebaut werden. Also das meiste ist Weizen, gefolgt von Mais, Reis und so weiter und so weiter. Und da ganz rechts unten dieses Feld, das ist das Gemüse. Nee, das 12er ist das Gemüse und das 13er sind die Erdfrüchte. Aber nicht verwirren lassen, das ist nicht alles, was wir essen. Da spielen ganz viele andere Faktoren auch noch mit rein, die da auch großes Interesse an unseren 2000 Quadratmetern haben. Aber wir selber haben, jeder von Ihnen hat diese 2000 Quadratmeter irgendwo auf diesem Planeten, die wenigsten haben es direkt vor der Haustür. Ich hätte sie vor der Haustür, aber ich habe auch einen nicht geringen Teil dieser 2000 Quadratmeter in Obhut gegeben an irgendwelche Bauern auf der ganzen Welt, von denen ich nur einen Bruchteil kenne. So, jetzt besteht ja Marktwirtschaft immer aus Angebot und Nachfrage. Also wir haben Angebot von 2000 Quadratmeter fruchtbarer Ackerfläche pro Erdbewohner und wir Europäer führen einen Lebensstil, der eine gewisse Nachfrage hervorruft. Diese Nachfrage weicht geringfügig von diesen 2000 Quadratmetern ab. Wir brauchen momentan 12.000 Quadratmeter.
Alles so, wie wir hier sitzen, weil wir sind Europäer. Jetzt kann jeder sagen, ja, ich nicht. Schauen wir mal. Also das heißt, wir haben den sechsfachen Bedarf. Also wir brauchen sechsmal so viel, als wir haben. Das heißt, wir essen entweder fünf Leuten auf der Welt ihre komplette Existenzgrundlage weg, was natürlich nicht sein kann, weil sonst gäbe es die nicht mehr. Nachdem es noch gibt, essen wir einem viel größeren Teil als fünf Personen einen Teil ihrer Existenzgrundlage weg. Die Lösung wäre ganz einfach, wir brauchen sechs Planeten Erde. Ist ja jetzt erst ein paar Monate her, haben gesagt, sie haben da irgendwelche entdeckt, sind zwar ein bisschen weit weg, aber das kriegen wir schon noch hin. Also brauchen wir uns nicht ändern, weil wir haben ja die Planeten. Ob wir das noch erleben, ist das andere Problem. Also, schauen wir uns mal diese sechs Äcker an. Was ist denn dieser Mehrverbrauch? Biogas, also grüner Strom, Ökostrom, da nehmen wir schon einen Acker weg. Also einem Menschen auf diesem Planeten entzieht allein durch Biogas jeder von uns seine komplette Existenzgrundlage. Sonstige Bioenergie, Biosprit im Auto und so weiter, ein weiteres Feld, eine weitere Person, denen wir die Existenzgrundlage komplett entziehen. Jetzt kommen aus meiner Sicht eigentlich die zwei fast schlimmsten. Zwei komplette Felder stehen niemandem zur Verfügung, weil die werden einfach weggeschmissen. Also da haben wir Bauern den allergrößten Anteil an dem. Also wer sich erinnert, 2015, eine Pressemeldung, die sehr, sehr weit unten in der Zeitung stand, hat der holländische Bauernverband seine Bauern aufgefordert, die Hälfte der Kartoffelernte unterzupflügen, um den Kartoffelpreis stabil zu halten. Das bezeichne ich auch als Müll. Das geht dann weiter in den Läden, bei den weiterverarbeitenden Betrieben, in den Großmärkten, in den Supermärkten und natürlich dann auch bei uns zu Hause, wenn der Hunger oder das Auge größer war wie der Kühlschrank, dann landet auch wieder was auf dem Müll. Also da können wir durchaus sehr viel dran ändern. Also schauen wir uns die letzten zwei noch an. Das sind mir persönlich jetzt die wichtigsten. Nämlich, den massiven Mehrverbrauch machen jetzt noch zwei Sachen aus. Und die spielen in die anderen Dinge genauso mit rein. Das eine ist der Fleischkonsum und das andere ist die Spekulation. Sonst sage ich immer, keine Angst, ich will euch nicht zu Vegetariern machen. Sage ich jetzt bei Ihnen heute, glaube ich, nicht. Trotzdem will ich den Fleischkonsum näher anschauen, weil jeder von euch kann das nämlich dann irgendjemandem weitergeben, sollte er jemanden kennen, der Fleisch isst. Und zwar vergleichen wir mal die Fleischproduktion früher und heute und vor allem unter dem Blickwinkel, inwieweit diese Tiere zu uns selbst plötzlich Nahrungskonkurrenten werden auf unseren 2000 Quadratmetern. Ich habe jetzt mal die sechs am meist gegessenen Tiere in Deutschland mir herausgesucht, also die Kuh, das Schwein, Schaf, Ziege, Huhn und Pute. Gefolgt von Gans und Ente, das wäre dann also Nummer 7 und Nummer 8. Drei dieser Tiere nehmen eine Sonderfunktion ein, nämlich die Kuh, die Ziege und das Schaf. Diese drei Tiere sind nämlich in der Lage, mit einem Nahrungsmittel, das wir nicht verwerten können, hochwertiges Eiweiß zu produzieren, nämlich aus Gras. Wir können noch so viel Gras essen, es hilft nichts. Die können es, wir können es nicht. Und trotzdem werden auch in diese drei Tierarten Massen von Getreide hineingepumpt, um sie schneller wachsen zu lassen, um das Ganze wirtschaftlicher zu machen. Die anderen drei brauchen teilweise Getreide, aber auch nicht nur. Deswegen ist es mir jetzt mal wichtig, nicht nur unsere 2000 Quadratmeter anzuschauen, sondern diese 5000 Quadratmeter, weil die hat auch jeder von uns. Auf diesen 5000 Quadratmeter könnten 50 Kilo Fleisch pro Jahr wachsen. Von welchem Tier auch immer, ob das jetzt die Gans ist, ob das das Schaf ist, ob das Rind, in etwa 50 Kilo Fleisch. Wir hätten Nebenprodukte eben wie Wolle, Daunen, Leder und so weiter. Und das Interessanteste, ohne die geringste Konkurrenz auf meinen 2000 Quadratmetern. Und momentan brauchen wir rund 60% des gesamten Getreides, das wir anbauen, das wir für die menschliche Ernährung anbauen, so muss man sagen, brauchen wir nicht direkt für unsere Ernährung, sondern es wird über die Tiere veredelt.
Das Problem ist, dass da der Wirkungsgrad relativ schlecht ist. Wir brauchen zum Beispiel 4 Kilo Getreide für 1 Kilo Geflügelfleisch. Also aus 4 Kilo Getreide würden wir relativ lange satt, aus 1 Kilo Geflügelfleisch umso weniger. Deswegen muss man diese Konkurrenzsituation sich durchaus deutlich machen. So, und dann bleibt noch ein, wie schaut es heute aus? Also wir haben einen massiven Einsatz eben von Getreide in der Tierfütterung. Wir haben einen massiven Einsatz von Hormone und Pharmazie. Hormone in Europa noch nicht. Aber jeder erinnert sich noch an die TTIP-Diskussion, die dank Donald Trump jetzt ziemlich still geworden ist. Übrigens, das Aushängeschild von TTIP war das Chlorhühnchen. Jetzt mal so ganz im Vertrauen, ob die Hühnchen, die bei uns produziert werden, am Schluss noch in Chlor getaucht werden oder nicht, ist total egal. Kommen wir aber gleich noch drauf. Wir haben perverse züchterische Auswüchse. Wir sehen hier das klassische deutsche Masthähnchen. Ein Hähnchen, dem über Hybridzucht ist erstmal nichts Schlechtes, allerdings wird hier üblicherweise ein sehr hoher Grad an Inzucht in der Zucht eingesetzt, um genetische Dispositionen zu produzieren. Und da ist eine genetische Disposition aufgetaucht, die man eben weitergezüchtet hat. Dieses Tier besitzt kein Sättigungsgefühl mehr. Dieses Tier kann 24 Stunden durchfressen. Und deswegen ist es in der Lage, nach 27 Tagen sein fertiges Schlachtgewicht zu erreichen. Es würde anders gar nicht funktionieren. So, und jetzt meine Frage an diejenigen, die vorher bei Homöopathie die Hand gehoben haben. Wer glaubt denn, dass ein Tier, dem das Sättigungsgefühl weggezüchtet wurde, das in den letzten Lebenstagen sehr häufig unter seinem eigenen Gewicht zusammenbricht, weil seine Füße dieses Gewicht nicht in der Lage sind zu tragen, dass dieses Stück Fleisch eine Wirkung auf unseren Körper hat? Das sagt sie jetzt wahrscheinlich, weil die meisten von euch Vegetarier sind. Aber jetzt meine Frage an die Männer: Wer glaubt denn, dass ein Frischkornbrei aus Getreide, das mit Halmverkürzern mehrfach im Jahr behandelt wurde, damit es nicht so groß wird, damit es nicht so leicht umhaut, das bekommt Wachstumshormone gespritzt mehrfach im Jahr, um nicht groß zu werden. Also wer glaubt denn, dass dieses Getreide, das mit Halmverkürzern gespritzt wird, eine Wirkung auf unseren Körper hat? Also speziell an die Männer, sollst du mal drüber nachdenken. Und dann noch unwürdige Tierhaltung, und all das essen wir mit. All diese Informationen stecken da genauso drin wie die Informationen von Calcium Carbonicum C30. Im Übrigen, Einsatz von Pharmazie in der Tierhaltung, wir machen auch Seminare bei uns am Hof, und da war im vorletzten Seminar eine Tierärztin da, die macht nichts anderes wie Bestandsbetreuung bei Großgeflügelbetrieben, also 15.000 Tiere aufwärts. Und in Deutschland ist die Bestandsbetreuung von Tierärzten in solchen Betrieben kostenlos. Die verlangen nichts dafür. Die verdienen nur an dem Verkauf von Medikamenten. Ich hoffe, ich muss nicht weitersprechen. So, jetzt bleiben noch zwei Sachen. Also die Fleischdinge haben wir übrig, jetzt bleibt noch die Spekulation. Und da habe ich mal in einer Dokumentation einen Satz gesehen, und der hat mein Leben grundlegend verändert. Und da hieß es: Weltweit verrotten jährlich 150 Millionen Tonnen Getreide wegen Fehlspekulation. Also das heißt, wann glaubt ihr, ist übrigens üblicherweise der Getreidepreis weltweit am höchsten? Gleich nach der Ernte, weil das am meisten da. Kurz vor der Ernte ist er am niedrigsten. Und jetzt machen dann große Spekulanten, machen gleich nach der Getreideernte, kaufen die riesige Menge Getreide auf und geben einen Verkaufsauftrag und sagen, wenn der Preis XY erreicht ist, dann wird wieder verkauft. Blöderweise ist der Mensch mit zwei so Grundtugenden ausgestattet, nämlich mit Neid und Gier. Und diese Gier führt dazu, dass die oft Preise angeben, die nie erreicht werden. Dann kommt nämlich die neue Ernte und das Getreide wird nicht verkauft. Das wird dann deswegen aber auch nicht billiger verkauft, weil in dem Moment der nächste Deal schon viel interessanter ist und der alte schon lang vergessen ist. Deswegen verrottet dieses Getreide auf irgendwelchen bewachten Halden. Und wer es nicht glaubt, soll sich bitte mal im Internet, kann man es kostenlos anschauen,
die Dokumentation, die den Namen Hunger trägt, von Klaus Kleber, dem Nachrichtensprecher. Und da sieht man wirklich in Indien eine riesengroße Halde mit vergammelten Reis- und Getreidesäcken, vorne bewacht von Sicherheitspersonal und neben dem Zaun verhungern die Kinder. Diese 150 Millionen Tonnen, wollte ich wissen, ist es viel oder ist es wenig, wären ja nur 22 Kilo Getreide pro Erdbewohner. Also wenn ich jetzt meinem Taxifahrer heute glauben darf, das ist für so einen Körneresser ja nicht viel. Das hat er dergleich, das ist ein großer Getreidesack. Aber wir alle haben ja schon genug und nachdem wir alles empathisch empfindende Menschen sind, sagen wir, okay, wir haben zu viel, wir verteilen das jetzt auf diejenigen, die nichts haben, nämlich auf diese 815 Millionen Menschen. Dann bleiben plötzlich 180 Kilogramm pro hungernden Erdbewohner, weil wir geben das einfach ab, wir spenden das. Und das wäre bereits schon sechsmal so viel, wie wir bräuchten, um den Hunger in der Welt von heute auf morgen auszuschalten. Also das heißt, unterm Strich, diese Karte ist eigentlich totaler Nonsens, weil wir produzieren heute schon Nahrungsmittel, die ausreichen würden, 12 Milliarden Menschen mit hochwertigsten, ökologisch produzierten Lebensmitteln zu versorgen. Und wir schaffen es nicht, 7 Milliarden satt zu kriegen mit Nahrungsmitteln, die das Wort Lebensmittel eher nicht verdient haben. Und es gibt da diesen tollen, einen tollen Dokumentarfilm, der heißt Good Food, Bad Food. Und da unterhalten sich die Leute am Tisch, ob es besser ist, sich guten Appetit zu wünschen oder doch besser viel Glück. So, warum ist es so? Warum kriegen wir diesen Hunger ums Verrecken im wahrsten Sinne des Wortes nicht weg? Das hat was mit unserem Wirtschaftswachstum zu tun, das hat was mit dem Hamster zu tun, den ich euch vorher gezeigt habe. Bei uns muss nämlich irgendetwas, und das ist alternativlos, das wissen wir seit ein paar Jahren, auf Gedeih und Verderb wachsen und das ist unser Wirtschaftswachstum, unser Bruttoinlandsprodukt. Wer steht jetzt da nochmal genau, was das alles ist? Und ein Wirtschaftswachstum heißt immer Umsatzsteigerung. Wenn ich einen Betrieb habe, der heuer 100.000 Euro Umsatz macht, dann wäre es gut, er würde nächstes Jahr 102.000 Euro Umsatz machen. Das allein ist ja schon nicht schlecht. Aber er muss nächstes Jahr dann nicht 104.000 Euro Umsatz machen, sondern schon 2% von den 102.000, also 104.040 Euro. Man sagt, 40 Euro hin oder her ist ja nicht schlimm. Aber hätte Jesus damals den Zimmererbetrieb seines Vaters übernommen und hätte anfänglich nur 100 Euro Umsatz gemacht, und hätte diese 2% Wirtschaftswachstum seither mitgemacht, dann würde diese kleine Zimmerei heute 21 Trilliarden Euro Umsatz machen müssen. Und jetzt stellt euch mal vor, wie viel Holz hätte er damals gebraucht für seine Zimmerei? Wie viel Holz braucht er für einen Umsatz von 21 Trilliarden Euro? Das ist Ressourcenverbrauch. Und diese Umsatzsteigerung hat immer was dagegen und wer den Umsatz steigern will, der will natürlich auch den Gewinn steigern. Da müssen wir natürlich die Personalkosten steigern, weil irgendwer muss den Umsatz ja auch wieder produzieren und die Materialkosten steigen. Und nicht nur die Materialkosten steigen, sondern der Materialverbrauch steigt in einer begrenzten Welt. Und es gibt ein paar Rechenfehler, die unser Wirtschaftssystem drin hat und das ist sehr verheerend. Das eine ist, diesem Bruttoinlandsprodukt wird alles nur gut geschrieben. Also wenn wir heute den Rhein begradigen, dann verursacht das Kosten, die werden gut geschrieben. Wenn der Rhein infolge dieser Begradigung über die Ufer tritt und Schäden verursacht, würde die Regulierung dieser Schäden dem Bruttoinlandsprodukt wieder nur gut geschrieben. Würden wir dann den Rhein wieder renaturieren, wären diese Kosten auch wieder nur gut geschrieben. In einer Wirtschaftsbilanz eines Unternehmens würde so etwas anders gerechnet, dem Bruttoinlandsprodukt allerdings nicht. Deswegen sind wir alle nur froh, vor allem unsere Politiker nur froh, wenn möglichst viele Kosten erzeugt werden. Das Problem Nummer eins ist, es gibt kein Ziel, es gibt kein Genug. Also 20 Laufmeter Frühstücksbuffet reichen nicht aus, es fehlt Nutella. Also genug gibt es nicht. Und jedem Ökonomen, der dieses Wirtschaftswachstum auf Gedeih und Verderb verteidigen will, dem fragen sie, wo ist der Zielpunkt? Wo wollen wir hin? Wo sind die 500 Gramm von unserem Feldhamster? Wo sind die? Er kann es euch nicht beantworten. Das Ziel ist immerwährendes Wachstum und das geht nicht. Es fragt keiner, wie es den Akteuren geht, die dieses Wirtschaftswachstum erwirtschaften sollen und müssen, nämlich uns allen.
Die steigende Zahl an Depressionen, Burnout und so weiter spricht eine sehr eigene Sprache. Und dann das Tolle ist, es gibt aber ganz viele Leisten, die tauchen in den Bruttoinlandsprodukt überhaupt nicht auf. Und da tut der Gesetzgeber das Möglichste, diese Leistungen möglichst klein zu halten, damit ihr möglichst viel für das Bruttoinlandsprodukt tun könnt. Und diese Leistungen sind ehrenamtliche Arbeit, die Kindererziehung zu Hause, also uns wird eingeredet, dass es für das Selbstwertgefühl besser ist, einer Erwerbstätigkeit nachzukommen, als ein Kind zu erziehen. Die private Pflege zu Hause ist auch mittlerweile komplett kommerzialisiert. Also der gesamte Generationenvertrag ist kommerzialisiert. Die Nachbarschaftshilfe findet auch nur noch sehr selten statt. Der direkte Tauschhandel findet so gut wie überhaupt nicht mehr statt. Und die Selbstversorgung aus dem Privatgarten, die ist total bäh, weil das kann man sich ja alles kaufen. Diese Liste könnte man unendlich weit fortführen. Alles das taucht nicht im Bruttoinlandsprodukt auf. So. Was hat das jetzt wieder mit dieser Hungerkarte zu tun? Ganz einfach. Wir brauchen diesen Hunger auf Gedeih und Verderb und unser Wirtschaftssystem am Laufen zu halten. Weil würden wir heute offiziell verkünden, dass das mit dem Hunger so eigentlich, dass der zwar da ist, aber dass das nicht daran liegt, dass wir Bauern zu wenig produzieren und uns permanent schon von der Landwirtschaftsschule angefangen gelehrt wird, wir müssen mehr produzieren, um diesen Welthunger zu bekämpfen. Und die besten Mittel, um das zu tun, ist Chemie in der Landwirtschaft, ist Hybridgut, ist Gentechnik in der Landwirtschaft. All das brauchen wir, um diesen Hunger zu bekämpfen. Und wenn jetzt dann jemand sagt, ja, Entschuldigung, wir müssen das aber nur dafür sorgen, dass das gerechter verteilt wird, dann können wir nämlich alle mit ökologisch hochwertig erzeugten Lebensmitteln versorgen. Dann ist das für die Wirtschaft richtig schlecht. Und deswegen müssen wir diesen Hunger auf Gedeih und Verderb aufrechterhalten, um unser Wirtschaftssystem am Laufen zu halten. Und das will ich nicht. Also muss ich nach einer Lösung suchen. Deswegen haben wir nach einer Lösung gesucht. Und die Lösung heißt für uns, in unserem Fall, auf unserem Betrieb, heißt diese Lösung Permakultur. Ein sehr gespreiztes Wort. Die Menschen, die Landwirte Ende der 1950er Jahre haben allesamt Permakultur betrieben, obwohl es das Wort damals noch nicht gab. Heute gibt es dieses sehr gespreizte Wort. Ein Konzept, das auf die Schaffung von dauerhaft funktionierten, möglichst kleinen Kreisläufen basiert. Und in der Landwirtschaft kennen wir eigentlich viele dieser kleinen Kreisläufe. Wir produzieren unser Saatgut selbst, wir vermehren unser Saatgut selbst. Das ist aber nicht mehr normal in der Landwirtschaft. Normal ist, sich Saatgut zu kaufen, das sich gar nicht mehr vermehren lässt. Da haben die Konzerne dafür gesorgt. Man muss Jahr für Jahr das Saatgut wieder einkaufen. Wir verschenken unseren wertvollsten Mitarbeiter die Evolution, die das Saatgut von Jahr zu Jahr an die klimatischen und örtlichen Begebenheiten hat anpassen lassen. Das wird verschenkt und an Konzerne abgegeben. Und so zielt diese Permakultur darauf, diese kleinen Kreisläufe wieder zu aktivieren, wieder zu reaktivieren und am Hof zu halten. Ursprünglich für die Landwirtschaft entwickelt, hat sich dieses Konzept verselbstständigt und mittlerweile eigentlich als Planungskonzept für das gesellschaftliche Zusammenleben eigentlich weiterentwickelt, für die Planung von Städten, von Siedlungen, von Wohngemeinschaften und so weiter. Und das Grundprinzip ist eigentlich nur, und da steckt der Kern drin, ein ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiges Wirtschaften. Und jetzt darf ich euch ein kleines Symbol geben und das dürft ihr euch richtig einbrennen und am besten daheim irgendwo aufmalen. Ein kleines Dreieck. Und ich darf es euch kurz zeigen. Dieses kleine Dreieck habe ich sogar bei mir im Geldbeutel drin kleben. Müsst ihr mir jetzt glauben, ihr seht es da hinten, gell? Müsst ihr mir jetzt einfach glauben, tut mir leid. Und dieses kleine Dreieck hat die drei Ecken beschriftet mit Ökologie, Ökonomie und Soziologie. Also Ökonomie ist klar, Geld verdienen. Ökologie ist klar, das ist bei uns unser Hof, die Art und Weise, wie wir die Landwirtschaft bewirtschaften. Und dann das soziale Miteinander, also ich für mich selbst, mit meiner Frau, mit unseren Kindern, mit unseren Freunden und so weiter. Und wir wollen, und das reflektieren wir wirklich Tag für Tag, jeden Tag aufs Neue, dass sich unser Lebensmittelpunkt hier in der Mitte befindet. Und das ist meine Definition vom guten Leben.
Ich könnte das Ganze natürlich weiter Richtung Ökologie ziehen. Wir könnten das noch viel ökologischer machen, als wir es eh schon tun. Dann wird es mit dem Geld verdienen, aber eher eng. Und ein paar Rechnungen müssen wir bezahlen. Und mit dem sozialen Miteinander wird es vielleicht auch eher eng. Also deswegen versuchen wir, diesen Punkt immer in der Mitte zu halten. So geht es mir auch mit meinen persönlichen 2000 Quadratmetern, die ich habe genauso wie ihr. Ich habe gesagt, einen Teil bewirtschafte ich selbst, aber nicht alles. Also ich habe einen Kaffeebauern damit beauftragt, meinen Kaffee anzubauen. Ich habe Baumwollbauern damit beauftragt, Baumwolle für meine Jeans anzubauen und so weiter und so weiter und so weiter. Und da will ich mein Konsumverhalten so ausrichten, dass ich das Gefühl habe, nach bestem Wissen und Gewissen, dass sich dieser Punkt optimalerweise genau in der Mitte befindet. Jetzt sind wir aber daheim ja nicht ich alleine, sondern wir sind zu fünft. Also wir haben fünfmal 2000 Quadratmeter zur Verfügung. Und auch da wollen wir, dass dieser Punkt möglichst in der Mitte sich befindet. Das heißt aber für den eigenen Lebensmittelanbau, jetzt kann entweder ich meine Tomaten und Kartoffeln und Bohnen anbauen und meine Frau macht das Gleiche und die Kinder machen das auch, oder wir tun uns zusammen und ich mache die Tomaten und Bohnen für alle, meine Tochter macht die Kartoffeln für alle und so weiter und so weiter. Und es würde sich an diesem Konstrukt nichts ändern. Jetzt nehmen wir mal an, wir wären 100 Leute. Funktioniert das da auch noch oder verschiebt sich das dann irgendwann automatisch? Also wenn jeder seinen Acker macht, nicht, aber wenn wir uns zusammentun, dann wäre es ja viel ökonomischer. Und irgendwann kommt aber ein gefährlicher Punkt, da verschiebt sich das sehr stark in Richtung der Ökonomie und das ist der Punkt, an dem es anfängt, anonym zu werden. An dem ich anfange, irgendjemand dieser anderen 100 nicht zu kennen und ich nicht weiß, für wen ich diese Tomaten produziere und ob das jetzt vielleicht der ist, der für mich die Kartoffeln produziert oder nicht. Und irgendwann, wenn es vielleicht pressiert und ich habe einen Mehltau bei den Tomaten, dann greife ich halt vielleicht doch zur Chemie, weil ich ist ja eh wurscht, ich kenne den anderen nicht einmal. Wenn ich aber weiß, das ist der, der die Weintrauben für mich macht und ich liebe Weintrauben über alles, dann werde ich einen Teufel tun und da Chemie einsetzen, weil ich will ja, dass der genauso für mich arbeitet, wie ich für ihn. Also, wo ist die Grenze? Jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wie wir diesen 100 mal 2000 Quadratmeter bewirtschaften könnten. Nämlich, also wir haben jetzt da 100 Leute, die wischen da gemeinsam in dem Garten und irgendwann, das funktioniert eine Zeit lang eher schlecht als recht, und irgendwann outet sich einer, ist ein Steuerberater. Und er sagt, oh, also immer dieses Gärtnern und so am Boden rumkriechen und ist eigentlich überhaupt nicht meins und dann im Büro sitzen, so mit Dreck unter den Fingernägeln. Oh, ich hätte so einen Deal, ich mache für euch alle die Steuererklärungen und ihr produziert für mich das Gemüse. Dann beratschlagen die und sagen, ist okay, Steuerberater ist eh recht teuer, machen wir. Und plötzlich verliert sowohl der Steuerberater als auch das Gemüse etwas, das verliert seinen Preis und bekommt aber dafür einen Wert. Und der Wert ist plötzlich gleich mit dem vom Steuerberater. Und nachdem der Steuerberater sich geoutet hat, hagelt es nur so Outings. Es outen sich zwei Musiker, die dann sagen, oh, Musik machen ist viel schöner als Gemüse bauen. Und immer wenn ihr Gemüse baut, machen wir Musik. Sagen die anderen, ist okay. Und irgendwann kommen dann auch welche dazu. Dann kommt der eine, der richtet plötzlich die Fahrräder für alle, die andere strickt Socken für alle und kriegt dafür Gemüse. Und wir grenzen vor allem ja in dieser ursprünglichen Methode, grenzen wir ein paar Leute aus. Wir grenzen nämlich die ganz Kleinen aus, die noch nicht im Garten arbeiten können, und wir grenzen die ganz Alten aus, die nicht mehr im Garten arbeiten können, aber einen wahnsinnigen Schatz mit sich tragen würden, die wüssten vielleicht, wie es geht. Die grenzen wir aber alle aus. Und plötzlich haben wir die mit dabei, weil da können sich die Alten um die Jungen kümmern. Und am Schluss bleiben vielleicht noch 30 Leute übrig, die das Gemüse für alle produzieren und die anderen machen irgendwas anderes, was nichts mit Gemüseanbau zu tun hat, für alle 100. Und das, was da entsteht, das ist Permakultur. Und so sollten eigentlich unsere Städte, unsere Ortschaften, unsere Gesellschaft aufgebaut sein. Dann haben wir diese Anonymität aus dem Ganzen heraus. Und diese Anonymität ist eigentlich der Grundpfeiler für die meisten Probleme, die wir haben. Wenn jemand die Menschen kennt, für die er produziert, dann überlegt er sich, ob er Aluminium in den Impfstoff mit reingibt.
Und wenn jemand weiß, wer sein Gegenüber ist, dann ist das Thema mit der Gewalt, wie wir es gestern Abend gehört haben, auch ein viel niedrigeres. Ich habe danach noch also mit dem Referenten gestern gesprochen, wie er gesagt hat, der Rückgang von Gewalt, wo ich gesagt habe, ob das denn im Bereich Mobbing, habe ich so das Gefühl, das steigt eher. Er sagt, ja, es steigt, dieses Cybermobbing steigt. Also wenn ich diesen Raum der Anonymität nutze, um jemand anders zu mobben, aber im Direkten ist das Mobbing auch rückläufig. Also das heißt, wir müssen es schaffen, diese Anonymität rauszunehmen. Gut, jetzt sagen viele, okay, wenn die Politik das schon weiß, dann gehe ich halt nicht zum Wählen. Habt's davon? Schauen wir uns mal ganz kurz im Grundgesetz, Artikel 20, kann jeder durchlesen, müsst ihr es nicht. Da steht bloß, alle Staatsgewalt steht vom Volke aus, so geht's an. Und im Kommentar steht drin, das Wort alle sagt, dass es keine Gewalt mehr geben darf, die nicht vom Volk begründet ist, also die nicht von uns gewählt ist. Und da muss ich dann schon fragen, was macht er eigentlich da? Gewählt, weiß nicht, wer von euch hat den gewählt? Keiner. Gut, sollten wir Artikel 20 des Grundgesetzes vielleicht auch mal anwenden. Also deswegen sagen viele, gut, wenn das eh nichts hinkt, dann gehe ich nicht zum Wählen, dann muss ich euch enttäuschen. Die Gesellschaft für Konsumforschung sagt, jeder von uns geht im Jahr 14.000 Mal zum Wählen. 14.000 Mal im Jahr verbringen wir eine Konsumhandlung und über die entscheiden wir, was gemacht wird und was nicht. Und dieser Wahl laufen unsere Politiker nach und nicht diesem Kreuz, das wir da alle 4 Jahre mal machen. Dieser Wahl laufen die nach. Und wenn wir diese Wahl mal unter diesem Blickwinkel dieses Nachhaltigkeitsdreiecks machen, und deswegen habe ich das bei mir im Geldbeutel, und es kommt auch, obwohl ich das schon seit Jahren drin habe, immer wieder vor, dass ich an der Kasse stehe und lege was drauf und mache meinen Geldbeutel auf, dann schaue ich das an, nehme es wieder und trage es wieder zurück. Es kommt immer noch vor. Macht's das mal. So, jetzt ist das in der Theorie alles total toll, aber unser Hirn hat ein großes Problem mit kleinen Veränderungen. Der von mir sehr, sehr geschätzte Hirnforscher Gerald Hüther hat das mal der bringt das immer so ganz toll auf ein Wort. Wie können wir unser Hirn überlisten, dass es Veränderungen hinnimmt? Weil die Hirnforschung weiß mittlerweile, große Enttäuschung leider für euch alle, unser Hirn hat 0,0 Interesse daran zu denken. Unser Hirn hat nur ein Interesse und es ist, möglichst wenig Energie zu verbrauchen, weil unser Hirn bereits im Ruhezustand des Körpers bereits 20% der zugeführten Energie verbraucht das Hirn. Und wenn wir dann anfangen zu denken, dann schnellt dieser Energieverbrauch drastisch nach oben. Deswegen will das Hirn nicht denken. Aber es gibt einen einzigsten Kniff, einen einzigsten Trick, wie wir es schaffen können, unser Hirn zu überlisten, dass es doch denken will. Und dieser Trick heißt Begeisterung. Wenn wir für etwas begeistert sind. Und ich war einmal in einem Vortrag von Gerald Hüther und dann fragte das Publikum, wer glaubt denn, dass ein 95-jähriger Mensch in der Lage ist, ein 95-jähriger Deutscher in der Lage ist, Chinesisch zu lernen? Und da gehen vielleicht 5 Hände hoch. Und dann fragt er, wer glaubt denn, dass ein 95-jähriger Deutscher, der sich gerade Hals über Kopf in eine junge 75-jährige Chinesin verliebt hat, in der Lage ist, Chinesisch zu lernen. Und wenn die dann auch noch zu ihm sagt, Deutschland ist zwar schön, aber ich will jetzt lieber heim nach Ping-Pong, komm doch mit. Und der geht mit, wer glaubt denn dann, dass der in der Lage ist, Chinesisch zu lernen? Wer glaubt's denn von euch? Ah, er empfindet Begeisterung. Und jetzt darf ich euch zu einem kleinen Versuch einladen. Also ihr seid ja alle jetzt morgen noch hier, nächste Woche sind ein paar Feiertage. Vereinbaren wir mal nächsten Samstag, also heute in einer Woche. Geht jeder, sucht sich irgendwo in seiner näheren Umgebung einen Landwirt, geht da hin und läutet an der Tür. Am besten in der Früh um 10. Samstag früh um 10. Alle Leuten bei einem Landwirt, schreibt euch davor zu Hause einen Zettel mit eurem Namen und eurer Telefonnummer, gebt ihm das als alles Erstes, noch bevor die Tür wieder zugeht. Und sagt, okay, also ich war ein Landstein und ich habe gehört, dass ich habe irgendwo auf diesem Planeten 2000 Quadratmeter. Und die wollte ich jetzt gern sehen. Es sind meine.
Und nee, er sagt es natürlich, ich habe das gehört, ich habe 2000 Quadratmeter und ich möchte Ihnen jetzt hochoffiziell die Verantwortung für einen Teil meiner Ernährung übertragen. Ich bin das. Sie schauen den an und sagen, ich bin das und ich übernehme natürlich im Gegenzug einen Teil Ihres Einkommens oder Ihres Auskommens. Bis dahin bleibt wahrscheinlich die Türe noch offen. Vermutlich. Und sagen Sie so, und jetzt möchte ich bloß wissen, wie bewirtschaften Sie denn meine 2000 Quadratmeter so? Wenn er mit viel Glück erzählt das euch und dann sagt, so ganz einverstanden bin ich da jetzt aber nicht damit. Ich hätte es gern so und so und so und so. Also das ist der Moment, da ist die Tür dann zu. Ist auch egal, da könnt's wieder gehen, weil so Landwirte treffen sich üblicherweise am Tag danach, am Sonntag, irgendwo beim Stammtisch. Und dann fängt einer an zu erzählen, also du gestern um 10 Leute jetzt bei mir an der Tür und da war einer draußen, erzählte irgendwas mit 2000 Quadratmeter und bla bla bla. Und also, dann sagt einer, ja, bei mir auch. Und dann fangen die so an zum Sprechen und dann irgendwann kommt dabei raus, also glaube ich mal, so wie der das will, um das Geld, das geht nicht. Und mit ganz, ganz viel Glück ruft einer dieser Bauern bei euch an und sagt, also jetzt nochmal da auf das Gespräch am Samstag, das ist ganz recht, aber also für 35 Cent den Liter Milch, so wie du das willst, das geht nicht. Dann könntest du sagen, ja, das ist mir vollkommen klar, aber da war leider dann die Tür schon zu. Was kostet denn sowas? Und dann sagt er, das kostet 80 Cent. Dann sagst du, okay, mein Liter Milch 80 Cent, aber nur wenn du ihn so machst, wie ich das gerne will. Und übrigens, ich habe da noch 850 andere, die wollen das genauso. Ich bin ja nur quasi der Bote. Und dann wird es plötzlich interessant für den Herrn Landwirt, wenn da 850 andere noch da sind, die das auch wollen. Und dann fängt er vielleicht an umzudenken. Und dann schalten wir nämlich diese ganzen sogenannten Märkte, die schalten wir dann aus. Die gibt es dann nicht mehr. Es gibt dann nur noch den direkten Kontakt zwischen Ihnen und dem Landwirt. Und dann kann der so produzieren, wie Sie das wollen. Und im Optimalfall bezahlen Sie den Preis, den das Ganze wert ist. So viel zum Thema der kleinen Veränderung. Oder noch eine, deswegen habe ich vorher gefragt mit den Handys. Im Kongo sterben täglich 1000 Menschen um den Kampf um die wertvolle, um das wertvolle Mineral Coltan. In allen Handys hier herin verbaut. In meinem Laptop überall Coltan drin. Und im Kampf um dieses wertvolle Coltan sterben täglich 1000 Menschen. Runtergerechnet auf die Handys, die in Deutschland dann dazu verkauft werden müssten, heißt es, pro 81 Handys in Deutschland verkauft, stirbt ein Kongolese. Also das heißt, so wie wir hier herin sitzen, sind wir gemeinsam schon mal für den Tod von 10 Kongolesen verantwortlich. Jetzt stellen wir doch mal vor dem nächsten Handygeschäft seine Nummernautomaten auf, wie wir ihn aus der Zulassungsstelle kennen. Und immer bei Nummer 81 wird öffentlich ein Kongolese hingerichtet. Ob jetzt der im Kongo stirbt oder hier, ist ja erstmal egal. Was das, die Psychologie, die dahinter steckt, mit sich bringt, das können Sie sich in einer ruhigen Minute einfach mal ausmalen. Die ersten 20 haben vielleicht noch kein Problem mit dem Handykauf. Das größte Problem wird der haben, der die Nummer 81 zieht. Aber verantwortlich sind Sie alle zusammen. Und so betreiben wir es weltweit auch im Bereich der Nahrung. Und da kommt eben am Schluss was dabei raus, wo wir gesagt haben, besser viel Glück sagen als guten Appetit. Schließen möchte ich jetzt noch mit einem kleinen Vergleich aus der Landwirtschaft, weil es heißt immer, ja, wie willst du das schaffen, so viele Leute zu bewegen, da was zu machen? Und jetzt diese Viertelstunde vor mir, diese Viertelstunde Gymnastik hat es mir nochmal bewiesen, wie es ist. 95% der gesamten Bevölkerung, egal wo, die sind vom Typ eher scharf. Dann gibt es ein paar Prozent, sind nicht viele, die sind vom Typ Schäferhund. Also die sind in der Lage, diese Schafe wahnsinnig gut zu dirigieren, aber die brauchen irgendjemanden, der ihnen sagt, wo es hingeht. Und nur ganz wenige, vielleicht 2 oder 3% der Bevölkerung, die sind vom Typ Schäfer. Was macht denn einen guten Schäfer aus? Einen guten Schäfer auf Gesellschaft projiziert macht aus, dass er weiß, in welchen Lebensbereichen er ein guter Schäfer ist. Und vor allem, dass er weiß, in welchen Lebensbereichen er kein guter Schäfer ist, wo es besser ist, irgendjemand aus dieser Schafherde wo zu sagen, jetzt bist du ein guter Schäfer und ich mache jetzt lieber einen auf Schaf, stell dich du daher.
Und da sind wir jetzt bei diesem Thema Begeisterung und bei dem Thema Potenzialentfaltung, wie es der Gerald Hüther immer sagt. Jeder von euch, so wie er hier sitzt, hat einen Bereich, in dem er das Zeug zum Schäfer hat, wo er absolut einmalig und spitze ist in dieser Welt. Die meisten kennen diese Sache vielleicht schon, andere müssen vielleicht noch suchen. Und ich kann euch nur inspirieren, sucht den Bereich, in dem ihr ein guter Schäfer wärt und nehmt dieses Amt dann auch wahr. Ihr könnt nämlich dann locker diese ganze Schafherde hinter euch versammeln. Und es war einfach sehr toll zu sehen, wenn ein Schäfer hier steht, was die Schafe machen. Und das ist nichts Schlechtes, dass die Schafe das machen. Das ist gut, es hat euch gut getan. Wichtig ist nur, dass der Schäfer weiß, wann es gut ist. Ich setze mich jetzt hin und ich lasse jetzt einen anderen Schäfer hier rauf. Und ich lasse jetzt dann einen anderen Schäfer hier rauf und möchte einfach schließen mit meinem Lieblingszitat von Albert Einstein, das da sagt, die reinste Form des Wahnsinns ist, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Geht alles von eurer Zeit ab. Ach, schön. Schön, wie das funktioniert, wenn man so dirigiert. So, auch ich wurde gebeten, noch 2 oder 3 Empfehlungen für den Büchertisch abzugeben, die möchte ich euch jetzt geben. Und mir habe die gestern Abend dann noch eingefügt und da ist mir aufgefallen, wie lustig das ist, dass ich ausgerechnet da jetzt wieder 3 Universitätsprofessoren genommen habe, die alle 3 nur eine Theorie formuliert haben, wie es funktionieren könnte. Es ist lustig, dass das ausgerechnet von mir kommt, wo ich zu Hause eher immer beweise, wie es funktioniert, weil das, was wir zu Hause machen, funktioniert nur in der Praxis, das funktioniert in der Theorie nicht. Und bei den 3 ist es hoffentlich nicht andersrum, sondern das ist eine wahnsinnig tolle Theorie, die es verdient hätte, zumindest ausprobiert zu werden. Und die einzigste Möglichkeit, wie wir herausfinden könnten, ob es funktioniert oder nicht, das wäre es auszuprobieren. Das erste Buch ist von Gerald Hüther, gerade schon mehrfach erwähnt, Kommunale Intelligenz. Schönes Sprichwort, ein Kind zu erzeugen, reichen 2 Leute, ein Kind zu erziehen, braucht sein ganzes Dorf. Und genau darum geht es, wie können wir Dörfer, Kommunen gestalten, dass es Kinder leicht haben. Und Kinder haben es wahrlich in dem heutigen Bildungssystem nicht leicht, sondern da bräuchte es Änderungen. Um diese Änderungen geht es in diesem Buch. Das zweite Buch vom Ralf Otterpohl, Das neue Dorf. Wie können wir Städte, Dörfer gestalten, um einen möglichst hohen Grad der Selbstversorgung, um einen höchstmöglichen Grad der Widerstandsfähigkeit zu kreieren und gleichzeitig sowas wie das gute Leben auch in die Stadt zu holen. Und der Klassiker, Nico Pech, Befreiung vom Überfluss, da sind wir wieder bei diesem Genug, bei diesem Nutella am Buffet. Die Befreiung vom Überfluss, nicht Verzicht, Verzicht ist ganz bäh. Befreiung vom Überfluss, das hat was. Also einfach mal selbst zu erfahren, was das für ein tolles Gefühl ist, sich zu erleichtern von den Sachen, die dauernd was von mir wollen, die Zeit von mir wollen, die Aufmerksamkeit von mir wollen, wie gut das tut. Und es ist also quasi auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie, den Begriff hat der Nico Pech eben geprägt, also wir befinden uns jetzt in der Wachstumsökonomie, wie könnte die Zeit danach ausschauen? Also das meine 3
Empfehlungen zum Büchertisch und jetzt ist genug geredet. Ich bin noch mindestens bis Mittag da. Also ich will heute unbedingt noch nach Andernach fahren, nicht weil es mir hier nicht gefällt, aber ich will endlich diese essbare Stadt anschauen, die ich zu Hause nämlich schon seit mehrfach in verschiedensten Orten planen. Wir aus Permakultur-Gesichtspunkten, Siedlungen, Städte, Ortschaften und da geht als ein Teil davon ist eine essbare Stadt. Und ich erzähle so viel über einen Andernach und war noch nie dort und das will ich mir heute eben anschauen, wenn schon ein Katzensprung weg ist. Deswegen, also bis eins oder zwei oder so bin ich sicher noch da. Wer noch was wissen will oder was kritisieren will, kann das gerne tun. Ich bin wahrscheinlich irgendwo da in diesem Emo-Stand oder da herin und wünsche der euren für die nächsten eineinhalb Tage noch ganz viele wertvolle Inputs und dass ihr das, was ihr hört, in der nächsten Zeit nach außen tragen könnt. Danke.